Wir wollen die Drittelpause nutzen, noch einmal in Ausschnitten die Entscheidungen des heutigen Tages zu zeigen und die Siegerehrungen, die eben auf dem Olympic Plaza hier in Calgary stattgefunden haben. Silver Medal by Georg Hackl. Eine Stunde auf dem Olympic Plaza in der Stadtmitte von Calgary, als die riesige Videoleinwand noch einmal den Tausenden von Zuschauern den Lauf von Georg Hackl zeigte. Siegerehrung im Rodeln und natürlich besonders stolz die Schlachtenbummler aus der Bundesrepublik Deutschland, denn heute gab es die erste Medaille, die Silbermedaille für Georg Hackl. Neuer Olympiasieger jedoch Jens Müller, 22 Jahre alt, aus der DDR. Er ist Student seit 14 Jahren, ist der Rodler und zweiter Platz, ein strahlender Sieger, Georg Hackl. Der dritte Platz für den Sowjetrussen Juri Tschartschenko und es war ein spannendes Rennen. Die wichtigsten Passagen dieses Rennens fasst noch einmal unser Reporter Klaus Angermann zusammen. Hier ist wieder der Olympiapark und Startnummer 20, das kann der Olympiasieger, der siebte Olympiasieger im Rennrodeln sein. Jens Müller vom Armeesportclub Oberhof beginnt seine letzte Fahrt. 13. fast Vorsprung vor dem zweiten Tschartschenko und etwas mehr auch vor Thomas Jakob. Nur ein Sturz kann diesen Mann eigentlich nur vom Gold, vom Gewinn dieses Wettbewerbs abhalten. Zweimal Bestzeit, einmal Zweiter. Im dritten Lauf war er jetzt 117, die Spitzengeschwindigkeit vor dem Kreisel, in dem er sich befindet, mit einem Anpressdruck vom Vierfachen des Körpergewichts. Der blaue Mann aus Thüringen, Jens Müller, 22 Jahre. Natürlich ist das die Bestzeit hier im letzten Lauf, die da eingeblendet wird. Er startet als Erster. Die Fahnen seiner Landsleute, der wenigen Schlachtenbummler, signalisieren ihm, dass wenn die anderen hier nicht von Flügeln getragen herunterfahren, dass das der Olympiasieg für Jens Müller aus der DDR war. Eine bestechende Fahrt war das, noch einmal von Jens Müller. Und nun muss er alles geben. Rechts sehen Sie die Haltegriffe für Georg Hackl, der nun das Visier seines Spezialhelms, der von einer Firma in Fürth gefertigt wurde, herunterklappt und Schwung holt. Die Arme sind zu kurz für einen guten Start, sagt er immer wieder auf dieser steilen Rampe. Mal sehen, was er jetzt hier zustande bringt. Er muss voll fahren, er nimmt das volle Risiko, das ist ganz klar. 200stel langsamer als der schnelle Starter, der Olympiasieger aus der DDR. Es geht um Silber oder Bronze. Es geht um alles jetzt für Georg Hackl, den Europameister aus Berchtesgaden. Ideale Linie hier in der Geraden vor dem Kreisel. 117, fast so schnell wie Jens Müller. Das ist vielversprechend und vielleicht profitiert er von den anderen Fahrern, die nach ihm fahren, weil Thomas Jakob und Tschartschenko, die beiden Russen, ganz am Ende dieser Gruppe fahren und die Bahn etwas langsamer geworden ist. 46,4, zweitbeste Zeit insgesamt für Georg Hackl. Nach vier Läufen und zwei Fahrern. Ob es Silber, ob es Bronze ist, wir werden es später erfahren. Aber er ist langsamer als Josef Hackl. Josef Hackl hat hier 117,0 vor dem Eingang in den Kreisel. Und die Bahn ist langsamer geworden, das ist klar, nachdem nach Hackl noch etwa 15 Fahrer über diese Piste gegangen sind. Vielleicht ist das ein Vorteil für den Mann aus Berchtesgaden, der so geackert, so gearbeitet hat. Jawohl, das ist es. Josef Hackl hat damit eine Medaille, ganz, ganz sicher. Jens Müller Gold
Georg Hackl natürlich aus Berchtesgaden, hat eine Medaille sicher, Bronze ganz, ganz sicher, aber Thomas Jakob ist im Augenblick Dritter, jetzt nur noch Juri Karchenko. Die Bahn ist langsamer geworden. Der Vorteil des einen in einem Lauf zuvor ist der Nachteil des anderen und den hat jetzt hier Karchenko, der aber in diesem Augenblick genauso schnell ist, wie es Hackl zuvor war im Eingang des Kreisels, nämlich 117,1 Kilometer in der Stunde. Hier unten ist es aber die viertbeste Zwischenzeit, langsamer als Hackl und jetzt sind wir wirklich gespannt. Schafft der Berchtesgadener die Silbermedaille? Jawohl! Die Bronze für Karchenko und Silber für den Berchtesgadener, für Georg Hackl. This evening, Mark Hodler. Medaille d'or, Birman Zobrin. Der zweite Platz, also an Peter Müller, der ja im vergangenen Jahr hier in Akiska auf der Olympiastrecke schon einmal gewonnen hatte. Dritter Platz für Frank Picard aus Frankreich. Eine Zusammenfassung dieser spannenden Entscheidung in Akiska von Harry Valerian. Da sehen wir eine Geschwindigkeit von 132 fast Kilometer pro Stunde. Und im Training haben wir gesehen, vor allen Dingen im letzten, dass er oben sehr gut gefahren ist, fast so schnell wie Zurbrücken, dass er aber unten dann etwas gut gemacht hat. Das weiß man von Peter Müller und deshalb ist er in jedem Fall, wenn er keinen gravierenden Fehler begeht, schon der erste und vielleicht entscheidende Maßstab. 1:20:93. Diese Zwischenzeit gefahren werden ungefähr 2 Minuten. Man kann das nicht exakt sagen, weil nicht jeden Tag die Schneeauflage gleich ist. Jetzt in dem flachen, in dem unteren Teil hinein. Schön, dass wir die gesamte Strecke wenigstens beim ersten Läufer sehen könnten. Da sind die Sprünge 25 bis 30 Meter weit. Da richtet er sich ein wenig auf als Vorbereitung auf den nächsten Sprung und da kommt er schon auf die letzte Kante zu, der letzte leichte Linksschwung und dann herein in die Zielgerade. Zeit um die 2 Minuten, sagte ich, und 14 Hundertstel. Peter Müller als erster, der Weltmeister aus der Schweiz im Ziel. Jetzt kommt Markus Wasmeier, meine lieben Zuschauer. Heute ist die Daumen, was immer dabei rauskommt. Er hat im letzten Training die Linie überhaupt nicht gefunden, hat gemeint, er sagte, ich müsste so fahren, wie ich will. Dann hat ihm der Trainer Martin Osweig gesagt, fahr doch ein bisschen anders. Und dann sagte er, ich habe es gemerkt. Das war falsch. Oh, unsicher in dem Moment, sehen Sie, er hat einen Augenblick lang leicht versucht und rutscht da raus anzustemmen. Aber das geht natürlich weder bei dem Tempo noch bei diesen Schlägen. Da schaut er gut aus, glänzende Fahrt, zweitschnellster mit einer knappen Sekunde nur. Trotz dieser Fehler wird er sagen, aber mein Gott, wer fährt da schon fehlerlos? Vielleicht Peter Müller, war es der, oder Birmin Zurbrücken. Wunderbar, wie jetzt also Markus Aschliersi da unterwegs ist. Und schaut sich, wie fein er eigentlich in diesen Sprung nimmt, wie er landet, ohne dabei starken Druck zu entwickeln. Jetzt wären es fast 2 Sekunden, aber er ist immer noch der zweitschnellste bisher. Mit Start Nummer 9. Die großen anderen Favoriten kommen dann noch. Und jetzt ist er im Zielschuss. Was wird's? 1, 2, 2. Super! Und Peter Müller steht immer noch da und weiß, der Birmin Zurbrücken kommt. Jetzt ist er da. Der stößt sich ab. Der eigentliche Favorit. Ein Dutzend Kommentatoren, Fachleute haben wir gefragt, wer gewinnt. 2 haben nicht gesagt Zurbrücken. Einer aus der DDR meinte Beuth. Und ein Däne, sagte Peter Müller. Und jetzt schauen wir, was der gute Zurbrücken macht. Er war in einer so überragenden Form, dass man glaubte, ja, wer soll den Mann überhaupt gefährden, geschweige denn schlagen. Ihm liegt natürlich das da oben vom Stil her noch mehr als dem guten Peter Müller. Aber was sagt das? Entscheidend sind die 3147 Meter erste Zwischenzeit. Da ist sie, neu, über eine halbe Sekunde.
Ja, ich will es nicht verschreien, weil das weiß man ja nicht, was unterwegs passiert. Wer schaut schon in einen Menschen hinein? Wer weiß schon, ob er die richtigen Ski anhat, ob er so geschlafen hat, ob er sich so vorbereiten konnte? Aber das ist der eigentliche Mann. Das ist der Mann, der in diesen Trainingsläufen und eigentlich die ganze Saison über die stärkste Figur abgegeben hat. Der überlegen war, da ist es ein bisschen geschwunden. Jetzt könnte es vielleicht noch knapp werden, weil ja gerade da Peter Müller seine Überlegenheit ausspielt im Gleiten. Unten, schauen wir mal, links die Zeit von Peter Müller. Jetzt geht es um die Wurst. Er hat es gemacht. Er hat es geschafft, Peter Müller. Zweiter jetzt, da ist die Enttäuschung natürlich da. Denn das hat ihm noch gefehlt, die Goldmedaille, dem Peter. Zweiter war er schon in Sarajevo und Pirm in Zürbrücken, dessen Freundin da irgendwo unten steht. Da geht der Peter jetzt natürlich in sich und er muss aber anerkennen, dass Zürbrücken in der Saison und schließlich auch an diesem Tag wohl der bessere war. Also der Sieger und keine Medaille bei der Siegerehrung heute Abend für Markus Wasmeier. Er wurde Sechster. Aber die dritte Siegerehrung, die gab es heute Abend am Olympic Plaza im 30 Kilometer Langlauf der Herren. Und hier hatten sich insbesondere die Schweden mit Wasberg besondere Chancen ausgerechnet, eine Medaille zu gewinnen. Doch es kam ganz anders. Die Goldmedaille im 30 Kilometer Langlauf gewann der Sowjetrusse Alexei Prokhorov. Zweiter Platz ebenfalls an die UdSSR, Wladimir Smirnov. Und den dritten Platz, die Bronzemedaille, gewann der Norweger Vegard Ulvang. This evening, Prince Alexander de Merode, second Vice President of the International Olympic Committee, and member of the executive board, Mount Olympic Committee, will make the presentation. He's accompanied by Mark Hodler, president of the International Ski Federation. Ce soir, les médailles seront remises par Prince Alexandre Merode, vice-président du Comité international olympique, membre de l'exécutif du Comité du Mont Olympique, accompagné de Mark Hodler, président de la Fédération internationale de ski. Gold medalist Alexei Prokhorov of the Soviet Union. Die Goldmedaille also für Alexei Prokhorov. Die zweite Goldmedaille im Langlauf, nachdem gestern bereits eine Landsfrau von Prokhorov die Goldmedaille im 10 Kilometer Langlauf der Damen gewonnen hat. Eine Zusammenfassung der Ereignisse liefert nun Thomas Hamann. Ich kann mir das gar nicht denken, dass die sowjetrussische Mannschaft so viel schneller ist als die schwedische. Haben sie das bessere Material? Haben sie besser trainiert? Ganz klar Platz 1 für Prokhorov. Ja, da sind wir schon wieder. Ich sehe, im Saddle Dome sind die Mannschaften wieder auf dem Eis. Da ist es ja jetzt doch noch sehr spannend geworden. Die USA führt nun noch mit 4:3 gegen die Tschechoslowakei. Und ich gebe jetzt direkt wieder rüber zu Marcel Reif in den Saddle Dome.